Die Euphorie ist riesig. Tesla und Elon Musk wollen ausgerechnet in Brandenburg, wo sonst eigentlich nichts ist, außer der Vorteil, in der Nähe von Berlin zu sein, soll diese Gigafactory gebaut werden. Tausende von Arbeitsplätzen entstehen. Aha, das ist natürlich eine wunderbare Sache. Und darum geht es bei Inside Markets heute, nämlich um Tesla. Was ist da wirklich dran an der Geschichte? Wird es wirklich Tausende von Arbeitsplätzen geben? Normalerweise sind solche Gigafactory ist ziemlich durchautomatisiert. Es ist da vielleicht so ein bisschen, Übertreibung dabei. Ist das viel mehr heiße Luft, als dann faktisch dahinter steht? Wir dürfen nicht vergessen, Tesla ist eine Firma, die so ein bisschen manchmal am Rande steht der Liquidität. Man hat eine hohe Verschuldung, muss sich oft am Unternehmensanleihemarkt frische Gelder besorgen, hat dann jetzt Zahlen ausgewiesen im letzten Quartal, die durchaus erstaunlich sind. Da ist der Umsatz gefallen, da ist die Profitmarge gefallen, da hat man fast 40% weniger in seinem Hauptmarkt verkauft, nämlich den USA. Aber gleichzeitig ist der Gewinn der Aktie massiv gestiegen. Das ist Accounting-Gimmick aller Elon Musk. Und wir dürfen gespannt sein, ob das Ganze wirklich so ist und so kommt, wie uns versprochen wird. Deswegen, meine Damen und Herren, schauen Sie da rein bei Inside Markets über Tesla und was sonst noch wichtig ist in dieser wunderbaren Welt. Ich wünsche ein wunderschönes Wochenende und sag ciao. Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie. Herzlich willkommen zu Inside Markets hier von der Frankfurter Börse. Sissy Heidmannick und ich sprechen heute über Tesla. Und Elon Musk hat ja diese Woche angekündigt, eine Gigafabrik in Brandenburg bei Berlin zu bauen. Und Sissy hat auch gewitzelt, was wird zuerst fertig sein, der Flughafen oder die Fabrik? Kann man verstehen, dass er das witzelt, denn Elon Musk hat tatsächlich ein Vorgehen. Das kennt man hier noch nicht so. Und wenn, dann von sehr jungen Unternehmen. Er macht erst, bevor er das alles plant. Das heißt, er hofft im Grunde genommen immer, dass die Dinge sich so entwickeln, wie er sie geplant hat. Und das ist natürlich im Großen und Ganzen vor allen Dingen immer eine finanzielle Frage. Ja, und das Finanzielle ist auch noch gar nicht so in trockenen Tüchern, denn er hätte ja auch gerne die Subventionen der EU. Einige sagen, warum soll ein amerikanisches Unternehmen jetzt EU-Gelder bekommen? Und es wird auch gar nicht über die Höhe gesprochen. Also bisher hat man da noch nichts lesen können. Das ist irgendwie noch so ein Geheimnis. Auf der anderen Seite sagen die anderen aber, wenn man da investiert und bis zu 10.000 Jobs für die ganze Region schafft, dann sind die EU-Gelder da auch gut angelegtes Geld in Grünheide bei Berlin. Absolut. Und diese Subventionen, die stehen eben jedem über die Länder dann zu. Das heißt, Elon Musk verlangt nichts, was nicht andere auch bekommen würden. Und tatsächlich könnte das für die Region sehr interessant werden. Und es könnte auch für die Automobilbranche insgesamt sehr interessant werden. Denn auch Automobilzulieferer in Deutschland haben natürlich dann einen direkteren Weg zu Tesla. Und es heißt, bis EU-Subventionen genehmigt werden, dauert es ungefähr anderthalb Jahre. Also ob der Zeitplan bis Ende 2021 damit zu halten ist, und da möchte er ja gerne schon mit der Fabrik an den Start gehen, das ist erstmal fraglich. Man will ja am Ende 200.000 Fahrzeuge im Jahr dort bauen. Also in Europa brauchte man auch dringend diesen Standort. Aber die Fahrzeuge sind sehr teuer. 40.000 Euro für so einen Tesla muss man mindestens auf den Tisch legen. Letzte Woche haben wir über den ID.3 gesprochen von Volkswagen. Das sind mindestens 30.000 Euro, also für den Massenmarkt erstmal ein Fragezeichen. Ja, es sind alles Zukunftsprojekte, die sich entwickeln müssen, und da ist Tesla eben wirklich ein echter Vorreiter gewesen. Und 40.000 Euro, muss man sagen, ist jetzt schon die untere Grenze, die da erreicht wurde. Immerhin fast eine Art Mittelklassewagen. Und ich habe mal nachgeschaut, wie es um die Aktie auch bestellt ist. Nach Apple ist Tesla die Aktie, auf der die meisten Short-Positionen liegen. Das heißt, die Anleger erwarten eigentlich, dass die Aktie nochmal ordentlich zurückkommt und vertrauen eigentlich damit den Projekten von Elon Musk nicht. Aber Sissy, wir gucken gleich in den Top-Aktienempfehlungen nochmal genauer auf die Aktie. Wir schauen gleich nochmal genauer, aber wenn man sich die Entwicklung von Tesla anschaut, dieses Unternehmen hatte so viele Quartale, in denen überhaupt kein Geld verdient wurde. Jetzt wurde eben im letzten Quartal überraschend ein Gewinn ausgewiesen, und da hat die Aktie sich interessant bewegt. Kein Wunder, dass jetzt mal ein Rücksetzer vielleicht kommt. Wir schauen gleich noch mal drauf. Bei Daimler wurde diese Woche ein ordentliches Sparprogramm verkündet. Eine oder über eine Milliarde will man einsparen und vor allen Dingen an Personalkosten. 10% der Top-Manager sollen wegfallen.
Absolut. Und das sind natürlich die bittersten Sparmaßnahmen, die ein Unternehmen vornehmen kann, wenn es Arbeitsplätze abbaut. Aber im Zuge dieser Entwicklung in Richtung Elektromobilität wurde eben lange nichts gemacht. Jetzt passiert richtig viel. Das kostet erstmal, das kostet Stellen, das kostet natürlich auch viel, viel Geld, ist ein langfristiges Projekt. Und das ist eben an der Börse bisher deshalb natürlich nicht besonders gut angekommen. Man kann mit riesigen Gewinnen da erstmal nicht rechnen. Aber man muss ehrlich sagen, Daimler hat sich schon mal neu erfunden, als es diese wahnsinnig vielen Modelle rausgebracht hat und damit wirklich sehr erfolgreich war, auch an der Börse dann. Und man muss sagen, in den letzten Jahren sind die CO2-Ausstoßstöße deutlich höher geworden. Also Daimler stößt immer mehr aus und deswegen muss man auch in diese E-Mobilität rein und neue Fahrzeuge entwickeln und neue Antriebe da vielleicht austesten. Das wird sicher eine Herausforderung für das Unternehmen. Und es heißt auch, man muss die Rendite ganz klar steigern. Es kommt zu wenig hinten für die Aktionäre raus. Und das ist auch ein Hauptgrund, warum da jetzt dieses Sparprogramm anvisiert wird. Ja, absolut. Also die Aktie hat diese Woche ein bisschen mit den DAX gedrückt. Ansonsten ist erstaunlich, was ja Markt tut, Manuel. Man überlegt schon fast, könnte das ein Teil der Jahresendrallye sein? Ja, einige sagen, wir sind schon mitten in der Jahresendrallye und wir haben mal einen Trader gefragt, Harald Weigand, was er denkt, wo es für die Märkte jetzt hingeht. Beispielsweise im DAX, sehr beliebt bei Privatanlegern, Investoren, aber auch aktiveren Anlegern in Richtung 14.000 Punkte. Im Dow Jones in Richtung 30.000 Punkte. Und das sind Rekordstände. Ja, nach der Schätzung wäre auch beim DAX bis zum Jahresende wirklich noch richtig viel Luft nach oben. Wie kommt man überhaupt darauf? Ganz klar, alle Fondsmanager, alle Anleger wollen natürlich ihre Bücher noch richtig positiv zum Jahresende schließen können. Das passiert schon etwa Mitte Dezember, weil dann eben einfach die Weihnachtszeit kommt und dann treibt man so ein bisschen den Markt noch nach oben. Und so ein paar positive Nachrichten haben wir ja schon gehört. Die deutsche Wirtschaft ist an der technischen Rezession vorbeigeschlittert. 0,1% Wachstum im letzten Quartal im Vergleich zum Vorquartal. Also da konnte man gerade mal vielleicht auch durch ein paar Schönheitskorrekturen nochmal die Werte nach oben treiben. Vor allen Dingen der Konsum der privaten Anleger, der hat das gebracht. Also in der Hinsicht keine Rezession erstmal, aber ein paar dunkle Wolken sind immer noch da, denn die Anleger warten darauf, dass Donald Trump sich mehr äußert zum Handelskonflikt mit China. Und wenn das gelöst sein sollte, glaube ich, dann sehen wir nochmal eine richtige Jahresendrallye. Ja, dann könnte sich einiges lösen, denn tatsächlich war das bisher eine große Bremse. Andererseits sind die Unternehmensgewinne von den Börsengewinnen im Zweifel auch noch ein bisschen entfernt. Es gibt noch ein anderes Phänomen, was den Markt im Moment treibt. Und das hat die Bank of America, Merrill Lynch, haben das in einer Umfrage unter Fondsmanagern wieder festgestellt. Das Zauberwort heißt FOMO, Fear of Missing Out, heißt die Angst, im Markt nicht drin zu sein, wenn er jetzt läuft. Ja, und das führt dazu, Manuel, dass manche jetzt noch richtig einsteigen. Also noch mal ein paar Weihnachtsgeschenke unter den Baum legen. Wir schauen jetzt auf die Top-Aktienempfehlungen der Trading House Börsenakademie. Ja, und wir schauen auf die Analysen der Trading House Börsenakademie, zuallererst auf Daimler. Und da ist die Aktie diese Woche ins Minus gegangen, weil für die Aktionäre das Sparprogramm nicht weitreichend genug war. Ja, nicht weitreichend genug und der Erfolg eben zu weit womöglich entfernt. Dennoch sehen die Analysten der Trading House Börsenakademie da Chancen in dem Papier. Und wenn wir uns das anschauen, Daimler ist tatsächlich in einem Abwärtstrend gewesen und hat auch immer noch Rücksetzpotenzial, ist auch heute wieder ein bisschen im Minus. Wenn man mal schaut, hier wäre die Long-Chance zu sehen, die wäre allerdings erst bei einer Stop-Buy-Order bei 46,50 Euro zu sehen. Sprich, erst ab diesem Kurs sehen die Analysten das für sinnvoll an, dass man einsteigt, weil weitere Rücksetzer nicht direkt zu erwarten sind. Dennoch sollte man die Aktie sehr knapp absichern bei einem Stoppkurs bei 45,20 Euro. Dann hat sie allerdings ordentlich Luft nach oben. Kursziele von 53,80 Euro und 59,71 Euro. Also das ist dieses Hoch hier gewesen, gar nicht so weit entfernt zeitlich und durchaus wieder denkbar, wenn die Aktie überhaupt wieder in Schwung kommt. Und das wird bei Daimler ganz sicher von der Nachrichtenlage abhängen.
Und ich habe vorhin ja schon gesagt, die Anleger wetten auf eine Short-Position bei Tesla. Wie sieht es denn bei der Aktienempfehlung aus? Ja, die Analysten sehen da trotzdem auch eine Long-Chance, also eine Chance auf weiter steigende Gewinne. Schauen wir uns die Aktie an. Wenn man diesen Sprung sieht, versteht man, dass da auch geschortet wird, also auf fallende Kurse gewettet wird. Ganz klar, wir haben hier einen Riesensprung gemacht mit den Entwicklungen, die eben Elon Musk in den letzten Wochen verkündet hat und auch dem Gewinn, den das dritte Quartal eben mal abgeworfen hat. Dennoch, die Analysten sehen eine Einstiegschance per Market Buy Order, also zu aktuellen Kursen derzeit bei rund 350 US-Dollar. Und dann könnte es weiter raufgehen auf 377, sogar 389 US-Dollar, sollte allerdings abgesichert werden, mindestens bei 332 US-Dollar. Da wäre ja schon viel Potenzial nach unten mit drin. Also eine enge Absicherung für diejenigen, die diesen Fall nicht mitmachen wollen, denn natürlich könnte die Aktie auch mal wieder Boden weiter unten finden, aber grundsätzlich ein absolut interessantes Papier und bei Tesla wird viel davon abhängen, ob die nächsten Quartale positiv ausfallen. Sissy, danke dir und wir schauen jetzt auf den Veranstaltungshinweis. Und wenn ihr jetzt euer Börsenwissen, euer Tradingwissen vertiefen wollt, dann schaut doch gerne auf die kostenlosen Börsenseminare der Trading House Börsenakademie. Am 18. November in München ist schon ausgebucht, aber ihr könnt schon mal einen Blick auf das nächste Jahr werfen. Da gibt es Termine in Berlin, Frankfurt, München, Hamburg, Köln. Wir kommen praktisch überall vorbei. Am 13.01. werde ich auch in Berlin mit dabei sein. Und am 18. November gibt es aber noch das Traders Camp. Das ist ein Workshop und da bekommt ihr von den Tradern, von den Profis auch noch mal wertvolle Tipps mit auf den Weg gegeben. Ja, Sissy, 11.11. Karneval oder Shoppingtag bei dir gewesen? Ja, als Frankfurter natürlich ganz klar Karneval. Für die meisten, aber vor allen Dingen auch in Asien, die waren auf Alibaba shoppen. 38 Milliarden Umsatz, Dollar Umsatz, ein Wahnsinnsbetrag. Das ist mehr als Amazon im ganzen Quartal hatte. Ja, sollte scheinbar mehr Singles Days geben, aber ist natürlich auch nichts Besonderes mehr. Jetzt kommt dann noch Black Friday. Black Friday und heute haben wir auch noch einen Happy Birthday, liebe Sissy. Alles Gute zum Geburtstag. Vielen lieben Dank, so ein toller Kollege. Sehr gerne. Den essen wir jetzt gemeinsam. Den essen wir jetzt gleich, wenn ihr nicht mehr mit dabei seid. Aber wenn euch die Sendung gefallen hat, gebt uns ein Like und postet die Sendung doch. Diese Sendung präsentiert Ihnen MarketsX, ein Partner der Trading House Börsenakademie.